Damit steigen wir ein in den Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates. Wir haben, wie gesagt, heute eine Runde und wie ich es bei der Tagesordnung bereits mitgeteilt habe, beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Versammlungsbehörde hatte in Auswertung des Demonstrationsgeschehens vom 17.8. sowohl dem Versammlungsleiter Taufkirch als auch dem Pegida-Protagonisten Bachmann, ich zitiere, Unzuverlässigkeit im Sinne des Versammlungsrechts bescheinigt und beide von der Eigenschaft als Versammlungsleiter und Ordner ausgeschlossen. Auch bei der Kundgebung am 14.09.2020 kam es offensichtlich zu Verstößen gegen die Auflagen der Versammlungsbehörde, die als Schutzmaßnahme gegen eine potenzielle Infektionsgefahr durch die Teilnehmer das Tragen von Mund-Nasen-Schutz beauflagt hatten. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Frage. Welche Erkenntnisse liegen der Versammlungsbehörde im Zusammenhang mit der von Pegida angemeldeten Veranstaltung am 14.09. hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften und weiterer Beauflagungen vor? Und welche Konsequenzen beabsichtigt die Versammlungsbehörde aus diesen Erkenntnissen zu ziehen? Ist vorgesehen, gegenüber dem Versammlungsleiter vergleichbare Sanktionen wie gegen die Herren Taufkirch und Bachmann zu verhängen? Die Beantwortung übernimmt der erste Bürgermeister, Herr Siedl. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Schmählich. Es ist richtig, dass bei der Versammlung am 14. September die Tragung eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung der Mindestabstände rechtlich geltend verfügt war. Dies ist grundsätzlich auch in einem überwiegenden Rahmen eingehalten worden. Trotzdem war es notwendig und ist auch durchgeführt worden, dass der Versammlungsleiter bzw. die von ihm beauftragten Ordner mehrfach über die Lautsprecheranlage auf die Einhaltung der Vorgaben und Auflagen hingewirkt haben. Insofern durch dieses mehrfache Hinwirken sind sie ihren Verpflichtungen auch nachgekommen. Allerdings, und das ist richtig, hat das nicht in einem vollständigen Maße auch stattgefunden. Nach Feststellung der vor Ort anwesenden Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes wurde dies jedoch im überwiegenden Maße so gemacht, dass entweder bzw. und Abstände eingehalten wurden und dieser Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Die Verstöße, die es unzweifelhaft gegeben hat, einzelner Versammlungsteilnehmer, können jetzt unabhängig wie von der Möglichkeit der Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren durch den Polizeivollzugsdienst allerdings nicht per se dem Versammlungsleiter angelastet werden und nicht automatisch zu einer im Rahmen der Fragestellten angedeuteten Sanktionierung führen. Das ist bei dieser Ordnungswidrigkeit bzw. diesem Fehlverhalten natürlich in ähnlicher Weise wie bei Straftaten, die aus Versammlungen heraus begangen werden. Für den einzelnen Täter kann dann der Versammlungsleiter nicht in Anspruch genommen werden. Richtig ist aber auch, dass hier erstens deutliches Optimierungspotenzial besteht, dieses konsequenter auch umzusetzen. Diese Zurechnung zum Versammlungsleiter reicht nach den uns vorliegenden Erkenntnissen derzeit noch nicht aus, um wie in der vergleichbaren Fall in der Vergangenheit eine Unzuverlässigkeit zu bescheinigen, da, wie geschildert, er darauf hingewirkt hat. In dem Maße, wo das Verhalten sich auch bei erneuter Betrachtung so darstellt, dass er ein Fehlverhalten der Teilnehmer bewusst billigt oder insbesondere fördert, wie es bei vorherigen Veranstaltungen eher der Fall war, dann würden entsprechende Verfügungen auch getroffen werden können. Dies trägt natürlich dem Umstand der Einzelfallentscheidung zu jeder Versammlung eine Rechnung. Vielleicht nur eine Anmerkung, die jetzt so ein bisschen das Versammlungsrecht am Rande streift. Sie haben völlig recht, indem Sie auf das Thema aufmerksam machen, denn eine zum Teil um sich greifende Nachlässigkeit
des Umgangs mit Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum und insbesondere dort, wo es verpflichtend vorgeschrieben ist, ist gerade in der Phase der wieder anwachsenden Fallzahlen etwas sehr Bedenkliches. Man sieht das auch selber, wenn man am Wochenende unterwegs ist, in einer gut gefüllten Fußgängerzone, aber auch in Grünflächen und sonstigen Freianlagen, wo es einen Teil von Personen gibt, denen einfach nicht bewusst ist, welches Risiko für uns alle hier besteht. Gerade aus dieser Betrachtung aber des sonstigen Lebens, und deswegen komme ich zum Thema der Anfrage zurück, ist natürlich klar, dass das Hinwirken auf der Einwirkung auf bestimmte Mindeststandards gerade bei dem besonders geschützten Rechtskreis des Versammlungsrechts und einer Versammlung natürlich besonders schwierig ist im Hinblick auf die Sanktion. Also sprich, Sie sprechen das Thema zu Recht an. Die zuständige Versammlungsbehörde hat das in Abstimmung mit dem Polizeivollzugsdienst im Blick. Und wenn sich der Eindruck verdichten wollte, dass trotz Aufforderung kein ernsthafter Wille besteht, hier einzuschreiten, dann haben wir einen Nachsteuerungsbedarf mit weiteren Verfügungen. Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Gestatten Sie mir eine Nachfrage, auch wenn Sie die Unzuverlässigkeit aus Ihrer Argumentation heraus des Versammlungsleiters am 14.09. bestreiten, interessiert mich trotzdem nochmal, nämlich erfolgte die Feststellung der Unzuverlässigkeit und die daraus resultierende Abweisung als Versammlungsleiter bzw. Ordner, was das Geschehen vom 17.08. angeht, auf unbestimmte Zeit oder ist damit zu rechnen, dass Versammlungsleiter und Ordner der Pegida, die als unzuverlässig von der Verwaltungsbehörde eingestuft wurden, künftig wieder Veranstaltungen anmelden und als Ordner auftreten dürfen? Diese Entscheidung der Versammlungsbehörde ist natürlich keine Entscheidung für alle Ewigkeit. Es hat auch was damit zu tun, dass hier jede neu angezeigte, angemeldete Versammlung natürlich neu zu verbescheiden ist. Aber trotzdem, das Fehlverhalten wirkt fort. Und bei der dann für jeden Einzelfall zu treffenden Entscheidung wirkt, wenn sich Rahmenbedingungen nicht ändern, natürlich fort, dass diese Unzuverlässigkeit auch fortbesteht. Wenn es Änderungen dabei gibt, die sich durch anderweitiges Verhalten oder Ausführungen dort deutlich machen, kann es möglich sein, bei einer im Einzelfall zu treffenden Entscheidung künftig anders zu entscheiden. Eine Parallele auch hier zu zeigen, beim Fahrzeugführer, dem man die Eignung zum Führen von Fahrzeugen abspricht, kann man mit einer medizinisch-psychologischen Untersuchung gesetzlich vorgesehen, das, was ihn ungeeignet macht, entkräften. Ein solches Verfahren gibt es jetzt nicht hier. Es legt nur nahe, dass die Behörde eben sagen muss, wir sagen nicht, das gilt für alle Ewigkeit, aber im Moment ist das etwas, was noch nachwirkt, sodass ohne Hinzutreten weiterer Umstände eine neue Anzeige einer Versammlung mit dem nochmaligen Versammlungsleiter zu einer ähnlichen Entscheidung der Behörde führen müsste. Es ist nur wichtig, dass die Behörde in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens diesen Einzelfall entscheidet und nicht vorher schon das Ergebnis einer Einzelfallprüfung feststellt. MPU für Bachmann und Taufkirch wäre eine gute Idee. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. So, wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Rahmen der Diskussion zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der Wernerstraße wurde ja hinreichend klar durch mehrere Pressemeldungen und auch Bürgeranfragen, die uns in zahlreicher Form erreicht haben, dass durch die zügige Anordnung von durchgehenden Radstreifen in diesem Bereich etliche Parkplätze, insbesondere von Anwohnern, wegfallen würden. Diese wahrscheinlich erst nach circa einem Jahr zumindest zum Teil wieder eingeordnet werden. Zur Entschärfung dieser problematischen Situation hat der Baubürgermeister zugesichert, dass zeitnah die für Baustelleneinrichtungen genutzten Flächen unterhalb der Nossener Brücke wieder als Parkflächen zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Radverkehrsanlagen wurden eingerichtet und die Baustelleneinrichtungen unter der Brücke beräumt. Jedoch wurden die Parkplätze unter der Brücke nicht wieder angeordnet. Darauf mehrfach angesprochen, hat der zuständige Baubürgermeister uns gegenüber versichert, sich darum zu kümmern. Aber anstatt dass die Parkplätze wieder angeordnet sind, teilte der Oberbürgermeister zur Beantwortung einer Bürgeranfrage mit, dass aus Brandschutzgründen wiederum keine Parkplätze angeordnet werden können. Nun zu unseren Fragen.
Wie verhält es sich nun? Hat der Bürgermeister den Stadträten vor der Beschlussfassung falsche Versprechungen gemacht und ist somit die Zustimmung unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen? Oder haben sich etwa zwischenzeitlich auch andere Erkenntnisse ergeben? Und wenn tatsächlich keine Anordnung von Parkplätzen erfolgen kann, wo sollen dann die Anwohner und Kleingärtner, die das ja maßgeblich betrifft, parken? Die Meinung, dass im Quartier ausreichend Parkplätze vorhanden wären, kann ich aus meiner Wahrnehmung nicht bestätigen. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Also vielleicht erstmal ganz kurz zur Ursache, warum müssen da überhaupt Radschutzstreifen hin? Es ist ja so, dass wir mit dem Bau der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße im Vorfeld schon prognostiziert haben, dass es Verkehrsverlagerungseffekte geben wird, insbesondere auf die Wernerstraße, die dieser Belastung für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer, die dort unterwegs sind, nicht mehr gerecht wird. Also sprich, wir haben dort jetzt eine Verkehrsbelastung, die es erfordert nach unseren Richtlinien, dass wir Verkehrsanlagen für Radfahrer separat benötigen. Das ist also der Anlass, warum wir überhaupt über Radschutzstreifen der Wernerstraße diskutiert haben. Im Rahmen der Errichtung dieser Radschutzstreifen auf der Wernerstraße sind 38 Stellplätze entfallen. Und im Vorfeld der Maßnahme wurde im Planungsprozess durch das Stadtplanungsamt ein Teilergebnis der Untersuchung zum Verkehrskonzept in Löbtau abgefordert von dem beauftragten Planungsbüro. Und Ergebnis war, dass in dem anliegenden Gebiet der Bedarf an Stellplätzen hinreichend gut kompensiert werden kann. Darüber haben wir ja auch bereits gesprochen im Ausschuss. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wir wissen, gefühlt ist das immer anders. Vor dem Hintergrund wurde die Entscheidung getroffen, einen Teil der Stellplätze künftig auf den Gehwegen zur Kompensation anzubieten. Im Rahmen der Planung soll im vorhandenen nördlichen Gehweg ein Parkstreifen errichtet werden. Die Bordsteine und die befestigte Fläche müssen da zur Errichtung eines Parkstreifens baulich hergerichtet werden. Wir haben zu hohe Bordsteinkanten, um den Richtlinien nach die Bordsteinkanten überfahren zu können. Und der aktuelle Gehweg belässt halt auch keine Befahrung zu. Die Planungen zum Umbau des nördlichen Gehweges haben begonnen. Es können ca. 17 Stellplätze als Ausgleich geschaffen werden. Da die Maßnahme ausgeschrieben werden muss, ist mit einer Umsetzung im Herbst 2021 zu rechnen. So, jetzt zur Fläche unter der Löbtauer Brücke. Erstmal vorab, die war nie ein offiziell ausgewiesener Parkplatz, wurde aber in den letzten Jahren widerrechtlich zum Parken durch Anwohner und Kleingärtner genutzt. Dies wurde über viele Jahre geduldet und da die Fläche in der Vergangenheit überwiegend durch das Abstellen von Pkw beansprucht, insbesondere auch da die Fläche in der Vergangenheit überwiegend durch das Abstellen von Pkw beansprucht wurde. In den letzten Jahren erfolgte doch eine deutlich verstärkte Nutzung durch Wohnmobile als sogenannte, also als überdachter Dauerstellplatz, um die Wagen zu schützen. Und aufgrund der Höhe der Fahrzeuge und der befindlichen Utensilien, wie zum Beispiel Gasflaschen etc., stellen insbesondere diese Fahrzeuge eine erhöhte Brandlast und somit eine Gefährdung für das Verkehrsbauwerk Nossener Brücke dar. Es ist aber richtig, dass vom Straßentiefbeamt im Rahmen der Diskussion auch gesagt wurde, das stellt eine gewisse Kompensation für die Übergangszeit dar. Allerdings wurde aus diesem Grund des Abstellens der Wohnmobile durch das Straßentiefbauamt zwischenzeitlich die Entscheidung getroffen, die Fläche vorerst eindeutig als Parkverbotszone zu kennzeichnen. Das ist das, was Sie jetzt vor Ort auch sehen, zumindest die niedrigeren Teile. In anderen Bereichen ist das Parken ja nach wie vor geduldet oder erlaubt. Nunmehr beabsichtigt das Straßentiefbauamt zu prüfen, ob eine Höhenbeschränkung mithilfe eines beschilderten Stahlrahmenträgers die Parkmöglichkeit für kleinere Fahrzeuge unterhalb der Löbtauer Brücke eröffnen könnte. Das ist zurzeit noch in der Prüfung. Aber nur, um das auch nochmal zu sagen, der Konflikt zwischen Stellplätzen für die Kleingärten und dem Brandlast unter der Brücke war auch schon hier Thema. In der letzten Einwohnerfragestunde hier im Stadtrat im Juni gab es Kleingärtner, die hier vor Ort waren und genau diese Frage gestellt haben, sodass die Kleingärtner im Grunde nach über den Konflikt auch schon informiert sind. Okay, also entnehme ich Ihre Antwort jetzt, dass Sie weiterhin trotzdem prüfen, Verbesserungen herbeizuführen. Das nehme ich jetzt mal als positiv entgegen und kann das nur sozusagen unterstützen, dass Lösungen gefunden werden, weil, ich hatte das schon eingangs erwähnt, wir werden sehr regelmäßig weiterhin von Anwohnern dort angesprochen und es wäre sehr wünschenswert, dass sich das bessert, bis eben die anderen Instandsetzungen, die noch notwendig sind, was die Parkplätze betrifft, stattfinden. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage. Sie hatten vorhin auch in Teilen
im Zwischenstand des Verkehrskonzeptes erwähnt. Das ist ja auch, sage ich mal, ein Dauerthema. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre wir dazu jetzt schon nachfragen. Mit Teilergebnissen ist es natürlich dann so, dass vielleicht die Gesamtbetrachtung fehlt und in der Tat eben in der Gegend nicht so viele Parkplätze zur Verfügung stehen, wie man denkt, weil es ist ja nur ein Teilergebnis, was uns jetzt natürlich aber brennend interessiert. Und da geht es nicht nur um die Wernerstraße, sondern um die ganze Umgebung dort. Wann ist denn nun eigentlich wirklich mit der Vorlage des Verkehrskonzeptes zu rechnen, sodass dort auch mal wirklich belastbare Aussagen für die umliegenden Straßen und Lösungen gefunden werden können? Ja, also das Verkehrskonzept geht ja über die reine Parkplatzthematik hinaus. Und es ist bearbeitet worden, es liegen auch verschiedene Maßnahmenvorschläge von dem Planungsbüro vor. Diese schicken wir gerade durch unser Verkehrsmodell, was wir im Hintergrund mal laufen haben, um diese Maßnahmenvorschläge und ihren Auswirkungen zu überprüfen. Und die Ergebnisse dessen sollen dann in Varianten in einer Online-Beteiligung im Frühjahr 2021 mit den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil diskutiert werden und dort auch Hinweise zu angenommen werden. Und diese sollen dann abschließend bewertet in die Verkehrskonzeption eingearbeitet werden. Es gibt zurzeit eine kleine Verzögerung aufgrund der ganzen Corona-Pandemie, weil auch die Arbeit mit dem Büro dann nicht ganz einfach ist, sodass sich die Fertigstellung des Abschlussberichts ein bisschen verzögern wird. Und abhängig von dem Umfang der zu bewertenden Vorschläge aus der Online-Beteiligung wird die Fertigstellung für Ende des zweiten Quartals 2021 angeschrieben. Aber es ist sozusagen nochmal dieser Zwischenschritt, eine Online-Beteiligung im Stadtteil, weil dort verschiedene Maßnahmen wirklich verkehrliche Auswirkungen haben, eingeplant. Es gibt insofern, also war schon eine Erkenntnis aus den Untersuchungen, und zwar ist eine Maßnahme, die vorgeschlagen wird, die Planung einer Bewohnerparkzone als Teil der Parkraumbewirtschaftung für das Umfeld der Zentralhaltestelle und in diesem Zuge dann auch ebenfalls eine Bewirtschaftung der Stellplätze unter der Lübtherbrücke sinnvoll ist, muss dann sozusagen nochmal bewertet werden. Okay. Dann erstmal herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich noch eine kleine Schlussbemerkung verbunden mit einer Bitte. Es wäre schön, wenn Sie diese Verkehrsthematik in Löbtau bei der entsprechenden Übergabe an Ihren Nachfolger mit einer hohen Priorität versehen. Herzlichen Dank. So, dann machen wir weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Braun, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das Denkmal für die Opfer des Bombenangriffs am 13. und 14. Februar 1945 auf dem Altmarkt wurde vermutlich am 1. September, kann auch schon am 31. August gewesen sein, der 1. September ist dokumentiert, mit Farbe beschmiert und das Andenken an die unzähligen Opfer verhöhnt. Trotz mehrfacher Anfragen an die Stadt wurde das Denkmal erst mehr als 3 Wochen nach der Tat gereinigt. Über 3 Wochen besudelte schwarze Farbe und linksradikale Symbole das Denkmal. Das Denkmal auf dem Altmarkt ist dabei schon wiederholt durch Vandalismus beschädigt worden. Es ergeben sich für uns daher folgende Fragen. Warum hat die Reinigung des Denkmals an so einem prominenten Ort in der Innenstadt so lange gedauert? Welche Kosten waren mit der Reinigung verbunden? Und welche Maßnahmen gedenkt die Stadt zu unternehmen, um das Denkmal zukünftig vor Vandalismus zu schützen? Die Beantwortung übernimmt stellvertretend für Kollegin Klepsch, Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Braun, vielen Dank für Ihre Anfrage. Für die Reinigung der Erinnerungsstelle ist der Eigentümer der Tiefgarage, die Q-Park Operations GmbH, zuständig und verantwortlich, denn die Sandsteinbänke gehören zum Bauwerk. Der Eigentümer wurde über den Tatbestand der Sachbeschädigung umgehend informiert. Der Verwaltung ist der Vandalismusschaden am 2. September 2020 gemeldet worden. Die Kosten der Reinigung indes können von uns nicht taxiert werden. Die Reinigung, wie sie ausgeführt haben, ist zwischenzeitlich durch den Eigentümer der Tiefgarage ausgelöst worden und damit erfolgt. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme auf dem Altmarkt, die für nächstes und übernächstes Jahr geplant sind, wird auch eine gezielte Abstimmung der Erinnerungsstelle beabsichtigt. Diese Maßnahmen sollen allerdings stadtgestalterischen Funktionalitäten des Platzes nicht zuwiderlaufen.
Ja, ich gestatte mir noch eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Trotz allem, danke für die Antwort, aus welchen Gründen, und das war heute in der Presse zu entnehmen, ist die Tiefgarage zuständig für dieses Denkmal? Und gibt es Überlegungen aufgrund der häufigen Vandalismusschäden, aber auch aufgrund der kulturellen und identitätsstiftenden Bedeutung des Denkmals für die Stadt, es in die Zuständigkeit der Landeshauptstadt zu überführen? In Kürze beispielsweise. Also, ich versuche das mal. Das Denkmal ist eingelassen in dem Boden des Platzes. Das ist natürlich sehr wohl städtisches Eigentum. Und weil das aber schwer sichtbar ist, hat meine Amtsvorgängerin Frau Oros sich sehr darum bemüht, dass man eben über den Schriftzug das besser sehen kann, dass eben in dieser Balustrade für das im Prinzip die Absperrung oder den Schutz im Einstiegsbauwerk dann eine entsprechende Einschrift mit einzubringen. Das ist natürlich ein Bestandteil der Tiefgarage, weil es Ein- und Ausstiegsbauwerk ist. Was wir ja zusätzlich gemacht haben, ist eine entsprechende Informationstafel neu hinzustellen. Die ist natürlich auch im Eigentum der Stadtverwaltung und natürlich auch in unserer Betreuung. Es gab immer auch eine Diskussion, ist diese Bank, die damals eigentlich was Gutes bewirken wollte, so wie es jetzt gemacht ist, wirklich sinnfällig und wertschätzend für die Opfer, die ja da sind, die man gedenkt, geeignet. Darüber müssen wir dann auch im weiteren Prozess diskutieren. Dankeschön. So, wir machen weiter mit Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Herr Wirtz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Sie waren etwas verstümmelt zu verstehen. Entschuldigung. Ja, wir haben heute schon über Digitalisierung gesprochen. Viel Geld im Topf, wo geht das Geld hin? Wir möchten es einmal genauer gewissen. Aus dieser Vergabe bzw. diesen Vertrag im Gegenzug erhalten, die Produkte, der Anzahl der Lizenzen, welcher Support, welche Wartung und so weiter. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lahnes. Ja, sehr geehrter Herr Wirtz, vielen Dank auch für diese Frage. Sie sprechen damit, wie Sie ausgeführt haben, einen Vertrag an, der in der Vergangenheit liegt und dort abgewickelt worden ist. Der Vertrag ist in diesem Jahr geendet und die Bewirtschaftung dieses Vertrages ist dezentral erfolgt. Das heißt, auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages haben die verschiedenen Ämter und Stellen der Stadtverwaltung jeweils selbst dezentral nach den dort vereinbarten Rahmenbedingungen IT-Leistungen eingekauft und entsprechende Programme eingekauft. Aus diesem Grunde ist es in der Kürze der Zeit uns nicht möglich, das zu beantworten, was da im Einzelnen abgerufen ist. Das wäre etwas anderes für den jetzt laufenden Vertrag, denn der unterliegt der zentralen Bewirtschaftung, sodass auch der Einkauf dann zentral erfolgt und erfasst werden kann. In der Sache sind in diesem Rahmenvertrag, genauso in dem früheren wie dem jetzigen, aufgrund von bundesweit geführten Preisverhandlungen entsprechende Programme beschafft worden. Dabei handelt es sich insbesondere um Software für die Serversteuerung, für die Betriebssysteme von PCs, Office-Projekt, dann Visio-Projekt, Office-Programme und Datenbankmanagementsysteme, nämlich SQL-Server.
Und diese sind, wie gesagt, nach den Konditionsbedingungen für öffentlichen Dienst und Bildung beschafft worden, die bundesweit für Microsoft-Produkte verhandelt worden sind. Das provoziert jetzt im Prinzip diese Nichtbeantwortung der Frage, provoziert jetzt die Frage, wieso geben wir viel Geld für SAP aus, wenn Sie in der Verwaltung, in Ihrer Finanzverwaltung nicht rauskriegen, was Sie einem Vertragspartner, nämlich diesem, der die Vergabe gekriegt hat, bezahlt haben. Sie kriegen nicht nur die Zahlungen, die geleistet worden sind, sondern auch welche Produkte beschafft worden sind. Und insofern Lizenzen, dann Windows Enterprise Office in allen städtischen Einrichtungen. Und jetzt schenke ich Ihnen eine Formulierung, die man hier mir zugearbeitet hat, die ist wunderbar. Visio Project werden durch ausgewählte Power-User genutzt, welche diese für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben benötigen. Und solche Power-User haben wir insgesamt jeweils 300. Also das, man lernt nie aus. Und SQL-Server als Serverbetriebssystem wird als Datenbank für verschiedene Fachverfahren genutzt. Ich danke Ihnen für die Antwort. Ich nehme mit, es gibt ja viel zu tun. Sie kaufen Microsoft und wissen nicht, was Sie dafür bezahlt haben. Das macht mir den Abend heute nicht leichter. Danke. Herr Wirz, wir sind ja jetzt in der Fragestunde und nicht in der Schlussfolgerungsrunde. Und dann sollten Sie bei der Schlussfolgerung auch die Sachlichkeit wahren, die Sie normalerweise auch an den Tag legen. Genau das ist ja der Grund, den Sie ansprechen, weswegen wir in diesen Fragen in die zentrale Bewirtschaftung dieses Themas gegangen sind, weil wir nicht wollen, dass in der gesamten IT-Welt einer Stadtverwaltung mit 7000 Beschäftigten, mit Eigenbetrieben sind ja noch erheblich mehr, letztlich jeder dezentral einkauft, was er meint, beschaffen zu müssen, sondern das ist zentral auch gesteuert und unterliegt jetzt der zentralen Verwaltung. Deshalb sind Sie mit Ihrer Forderung nach Reaktion und Handlung ungefähr 2 Jahre zu spät, aber das soll ja gelegentlich vorkommen. So, wir kommen zur nächsten Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Dreves. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Suche nach Grundstücken, die für den Wohnungsbau durch die WED geeignet sind, ist eine dauerhafte Aufgabe, um bezahlbaren Wohnraum in Dresden zu sichern. Mit Blick auf die Tatsache, dass Sie im neuen Doppelhaushalt kein Geld für den Ankauf neuer Grundstücke vorsehen, liegt jetzt der Fokus notgedrungen darauf, die Grundstücke, die der Landeshauptstadt Dresden bereits gehören, noch mal näher in den Blick zu nehmen. Dabei zeigt sich, dass es noch immer Grundstücke im städtischen Besitz gibt, die bislang nicht für die WED geprüft wurden. Ein solches Grundstück befindet sich beispielsweise am Terrassenufer an der Ecke zur Steinstraße unterhalb des Hotels am Terrassenufer. Und dazu bitte ich um die Beantwortung der folgenden 2 Fragen. Warum wurde das genannte Grundstück bislang nicht für die WED in Betracht gezogen, beziehungsweise soll es zukünftig für eine Wohnbebauung durch die WED noch geprüft werden? Und die 2. Frage, wie wollen Sie einen Prozess gestalten, der tatsächlich alle Grundstückspotenziale der Stadt, auch wenn die Grundstücke in anderen Ämtern als dem Liegenschaftsamt oder in den städtischen Unternehmen liegen,
das tatsächlich dieses gesamte Potenzial hebt und Klarheit über geeignete städtische Flächen für den Wohnungsbau der WED bringt. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Ja, sehr geehrter Herr Drews, also vielleicht, ich würde jetzt nicht zu weit ausholen wollen, sondern einfach auch mal auf die Beantwortung der Anfrage AF0687 aus 20 verweisen. Da geht es um Grundstücke in der Pyrenaischen Vorstadt, auch um dieses Grundstück. Und daran ist ausgeführt, dass der rechtskräftige Bebauungsplan Nummer 85a, an der Nummer erkennt man schon, der ist ein paar Jährchen älter, grundsätzlich aber nach wie vor rechtskräftig die planungsrechtliche Grundlage bildet. So, und dieser Plan sieht unter der Einbeziehung des von Ihnen genannten Grundstücks eine Verlegung der Steinstraße und die Ausweisung eines Baufeldes für kulturelle Einrichtungen und die Schaffung eines Vorplatzes zu diesem Baufeld vor. So, insbesondere allerdings die gerichtliche Entscheidung zum Vertrag der Landeshauptstadt und dem Eigentümer des benachbarten Grundstücks am Terrassenufer 12. Sie wissen, da geht es um das Hochhaus, was mal abgebrochen werden sollte. Hat mittlerweile Rechtskraft das Urteil und die Entscheidung war, dass das Hochhaus dort belassen werden soll. Und weiterhin die Entscheidung zur Erweiterung des Schulstandortes erschweren natürlich inzwischen die Umsetzung dieses Bebauungsplans wesentlich. Oder man könnte auch sagen, es ist unmöglich, diesen Bebauungsplan noch zu realisieren. Und insofern haben wir auch in der Anfrage schon gesagt, es wäre jetzt notwendig und da werden die entsprechenden Vorbereitungen auch getroffen, einen neuen Planungsprozess für dieses Areal zu entwickeln unter den geänderten Rahmenbedingungen mit dem Umgriff zwischen Rathenauplatz, Pillitzer Straße, Rietfenstraße und Terrassenufer. Und dieser Planungsprozess, der kann dann sozusagen auch die Frage beantworten, was für Nutzungen dort stattfinden. Eine singuläre Prüfung des Grundstücks in der derzeitigen Gestalt mit dem derzeit noch gültigen Bebauungsplan für den geforderten Wohnungsbau wäre tatsächlich der Sache nicht gerecht. Und insofern kann eine Eignungsprüfung dann auch erst im Ergebnis des Prozesses stattfinden. Jetzt fragen Sie nach dem Prozess, den wir grundsätzlich, wie wir ihn gestalten wollen. Es gab einen Prozess und der ist revolvierend und immer wiederkehrend. Wir haben für den geförderten Wohnungsbau alle grundsätzlich in Betracht kommenden Grundstücke im Eigentum der Landeshauptstadt. Und das wurde Ihnen ja auch mit den Beschlusskontrollen zu dem Beschluss aus 72 aus 15. Mal dargelegt zur Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft. Also wir haben alle geprüft und die Grundstücke, die erfasst wurden und nicht der unmittelbaren Aufgabenerfüllung für eigene Zwecke dienen, und nach summarischer Prüfung das Potenzial für Geschosswohnungsbau aufweisen, wurden da zusammengefasst und dann die konkrete Eignung bzw. baurechtliche Zulässigkeiten, die sozialräumliche Einordnung werden auf Ebene einer Projektgruppe zwischen den Ämtern und auf Geschäftsbereichsebene durch eine Lenkungsgruppe, die vom Geschäftsbereich 5 geführt wird, immer auch in Abstimmung mit den Vertretern der WID und der von ihr Beauftragten Stesat geprüft. Das haben wir am Anfang einmal für eine sehr große Palette an Grundstücken gemacht, machen wir aber auch immer wieder revolvierend, sobald uns Grundstücke in die Hände fallen, beziehungsweise wir sozusagen auch nochmal andere planerische Entwicklungen haben, wo wir Zugriff auf Grundstücke haben oder auch eigene Grundstücke planerisch entwickeln und das Gefühl haben, die könnten sozusagen für die WID interessant sein. Also insofern ist ein fortlaufender Prozess und der würde dann an der Stelle gegebenenfalls auch greifen, wenn man sich darüber im Klaren ist, wie die planungsrechtlichen neuen Gegebenheiten für den Standort gegebenenfalls aussehen könnten. Erstmal vielen Dank für die Antworten. Sie haben ja selber schon beschrieben, manche Planungen überholen sich auch. Ich glaube, gerade für die gilt das. Ich würde mir ja da tatsächlich auch wünschen, dass in diesem Prozess ein bisschen breitere Kreativität zum Einsatz kommt, an welchen Stellen wir vielleicht noch Planungen in dieser Stadt haben, die sich inzwischen überlebt haben und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. Ich glaube, das wäre das Bessere, als wenn dann zwischendurch immer mal wieder einem einzelnen Stadtrat auffällt, da ist ja ein Grundstück, das ist im städtischen Besitz, das sollte man doch mal prüfen. So, wir setzen fort mit der FDP-Fraktion und hier Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich würde gerne den neuen Bildungsbürgermeister munter machen davon mit meiner Frage. Zu einer vorletzten Sitzung vor der Sommerpause hat unser Stadtrat ein spontanes Sommerschulprogramm beschlossen, welches kurzerhand in den diesjährigen Sommerferien umgesetzt werden sollte. Dafür hat der Stadtrat auch 100.000 Euro bereitgestellt. Das Programm sollte unter anderem Angebote zum Schwimmunterricht enthalten,
gemeinsame Jugendprogrammangebote mit den städtischen Museen und Kultureinrichtungen der Stadt sowie mit projektorientierten Lerngelegenheiten. Es sollten musische, künstlerische, technische, natur- und sozialwissenschaftliche oder sportliche Schulinhalte im kommunalen Sommerschulprogramm bereitgestellt werden. Das hört sich schon mal nach einem umfangreichen und sorgfältig vorzubereitenden Schulprogramm für die Ferien an. Das Programm musste nun zu einem Zeitpunkt entwickelt und gestartet werden, als die Lehrer aufgrund der Corona-bedingten Schulausfälle mit dem Nachholen von Unterrichtsstoff sowie mit der Notengebung zum Schuljahresende mächtig beschäftigt waren. Die Eltern zu Hause hatten schon längst das Handtuch geworfen und waren entnervt von den Hausaufgabenbeschäftigungen. Zu einem Zeitpunkt also sollte das kommen, wo es schon viel zu tun gab. In Anbetracht des chronischen Lehrermangels, gegen den ja auch nicht sehr viel unternommen wird, und all der technischen Hürden, die Lehrer mit den digitalen Lernplattformen bzw. der mangelhaften technischen Ausstattung, kommt nun also noch ein solches dickes Aufgabenpaket hinzu. Immerhin hat es die Stadtverwaltung erreicht, dass sich ganze 9 Einrichtungen mit Ferienkursangeboten beteiligen, die aber gar nicht von Lehrkräften entwickelt wurden oder von Lehrern, und es war auch nicht klar, ob es auf die Bedürfnisse der Schulen ausgerichtet ist. Deshalb meine Fragen. Wie viele Schulkinder haben die Angebote und Projekte des kommunalen Sommerschulprogramms in den Sommerferien wahrgenommen? Wie wurden sie informiert? Wie viele Lehrer von den Schulen waren an der Organisation und Durchführung beteiligt? Hier reicht vielleicht eine Prozentzahl als Antwort. Und zweitens würde ich gerne noch fragen, wurden zur Finanzierung der Angebote die bereitgestellten 100.000 Euro auf diese 9 Einrichtungen aufgeteilt oder kommen zur zukünftigen Planung noch weitere Einrichtungen mit Angeboten hinzu? Und wenn ja, welche Angebote sollen denn nach aktuellem Stand noch aufgenommen werden? Also, lieber Franz Fischer, der Kollege Thonhauser ist quietschmunter und will jetzt auch gleich die Beantwortung bekommen. Also hier ist so eine schlechte Akustik, ich verstehe mal gar nicht alles, was da als Vorbemerkung gesagt wird, lieber Franz Josef Fischer. Ja. Ich fange dir nochmal an. Aber trotzdem, Franz Josef, auch wenn du es anders gemeint hast, vielen Dank für die Frage, weil ich nämlich hier jetzt die Möglichkeit habe, mal was Schönes zu berichten. So, und vielleicht 3 Vorbemerkungen dazu. Erstens hat ja der Stadtrat am 25. Juni in seinem Beschluss die Begrifflichkeit präzisiert. Es ist ja kein Schulprogramm geworden, sondern es ist ein Schulferienkursprogramm geworden, um deutlich nochmal zu machen, dass es nichts mit den Schulen zu tun hat. Weil wir gerade nicht wollten, und da saß ich ja noch dort unten, wo jetzt gerade Peter Krüger sitzt, dass Lehrer übermäßig belastet werden. So haben wir das dann auch gemacht. Zweite Vorbemerkung, herzlichen Dank, und das war ja wirklich kurzfristig, an Frau Klepsch, die Kulturbürgermeisterin, und Herrn Dr. Labis. Das war eine Zusammenarbeit, wo wir quasi auf sehr, sehr kurzen Dienstweg regeln konnten, wie wir erstens die Finanzierung gestalten, zweitens, wie wir auch uns gegenseitig helfen, die Angebote zu bringen. Und dritte Vorbemerkung, das ist das Allerwichtigste, wir schätzen als Verwaltung ein, dass dieses Kursprogramm ein Erfolg war und planen deshalb auch weiter für die Herbstferien. Da kann ich dann noch mal ganz kurz was dazu sagen und planen darüber hinaus auch weiter, gerade was das Schwimmenlernen angeht für die Winterferien. So, und jetzt zu den Fakten. Erstens, es haben ungefähr 1.000 Schülerinnen und Schüler an ca. 100 Angeboten teilgenommen. Die haben wir dann, wenn die Anfrage schriftlich zugeht, noch mal alle differenziert aufgelistet. Dort ist aus meiner Sicht, ist auch medial entsprechend wahrgenommen, am besten wahrgenommen worden, darauf eingehen, dass wir 2 Schwimmkurse hatten an 2 verschiedenen Orten. Einmal Freiberger Straße, dort war dann die Bäder GmbH so kooperativ und hat doch ermöglicht, die Schwimmhalle aufzumachen. Und das andere Angebot war in der Ballsportarena. Und interessanterweise waren die Kurse alle überbucht. Es haben ca. 80 Kinder aus der damals noch 2. Klasse teilgenommen. Und noch interessanter ist die Erfolgsquote. Es wurde dann festgestellt, dass wir beim Schwimmen relativ einfach kriegen, sind eine Bahn hin oder nicht.
brauche ich nicht viel Sachverstand, um das festzustellen, haben über 80% in diesen Kursen das Schwimmen gelernt. Was uns wiederum dazu bewogen hat, auf jeden Fall weiterzumachen, und es wird in den Herbstferien vorbereitet, was das Schwimmen angeht, in der Schwimmhalle Prohlis und wieder in der Schwimmhalle Freiberger Straße. Und was den Mitteleinsatz angeht, sind wir mit sparsamen 5.300 Euro unterwegs gewesen im Sommer. Ist also bei weitem nicht alles ausgegeben worden. Und was den Lehrereinsatz angeht, haben wir komplett, und das gilt auch für die Angebote im Kulturbereich, außer einem Lehrer alles ohne Lehrkräfte stemmen können. Und bei dem einen Lehrer handelt es sich um einen Schwimmlehrer, den kennen Sie vielleicht auch alle, ist der ehemalige Jugend-Europameister im Schwimmen, Sebastian Halgasch gewesen, der sich da ein Zeug gelegt hat und eingeschätzt hat, das war auch hochinteressant, dass es ungefähr vielleicht 500 ehemalige Zweitklässler geben könnte, die durch die Corona-Krise nicht schwimmen lernen konnten, sodass wir dann jetzt für die Herbstferien ein Angebot planen, wo ungefähr, wenn Sie denn wollen, 250 jetzt Drittklässler das Schwimmen lernen können, wenn Sie denn wollen. Und dann schauen wir mal, wie es in den Winterferien weitergeht. Dasselbe gilt für den Kulturbereich. Dort waren Angebote geschaffen worden, zum Beispiel, und das war eine Forderung, in Gebiete zu gehen, in Wohngebiete oder Stadtteilgebiete zu gehen, wo es die Familien vielleicht ein bisschen schwerer haben. Prohlis und Gorbitz, dort sind Angebote in Paletschow, beziehungsweise in Gorbitz war es, jetzt fällt es mir gleich, am Amalie-Dietrich-Platz, der Club, der dort, sag ich mal, auch Jugendarbeit durchführt, die Passage war es, genau, die Passage. Dann gab es Angebote in den Stadtteilbibliotheken, auch sehr erfolgreich gelaufen. Es gab Angebote in städtischen Museen, auch das soll fortgesetzt werden. Und es wird auch daran gearbeitet, im Herbst noch im Bereich der Jugendhilfe was bereitzustellen, sodass wir summa summarum, und da nochmal eine Zahl zu sagen, von den 100.000 Euro, die uns der Stadtrat zur Verfügung gestellt hat, circa 25.000 bisher verausgabt haben. Das vielleicht so viel. Klingt ja mit den Finanzen wunderbar. Also Herr Donhauser, ich habe Ihnen die Möglichkeit gegeben, mal was Schönes zu sagen in der Corona-Zeit. Wunderbar und weiter so. Machen wir. So, damit kommen wir als Nächstes zu den Freien Wählern. Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, laut einer Pressemitteilung vom 5. Mai 2019 haben Sie mit dem Geschäftsführer der Deutschen Funkturm GmbH vereinbart, zu prüfen, welche kommunalen Gebäude, Liegenschaften oder Infrastruktur geeignete Standorte für den Ausbau des sogenannten 5G-Netzes sind. Dazu habe ich folgende Frage. Was hat die zugesagte Prüfung ergeben? Das heißt, welche städtischen Gebäude, Liegenschaften oder Infrastrukturen sind für den Aufbau des 5G-Netzes geeignet oder beziehungsweise geplant? Gehören dazu auch Kindergärten, Schulen, Straßenlaternen, Masten der DVB oder Ampelanlagen? Und zweitens, welche konkreten Gebäude, Liegenschaften oder Infrastrukturen beabsichtigen Sie? Welchen Unternehmen zu welchen Konditionen und wann zur Verfügung zu stellen? Welcher Stadtratsbeschluss liegt diesem zugrunde? Also im Moment gibt es da keine Vereinbarung, weil wir weiterhin dazu in Gesprächen sind. Warum dauert das dies durchaus länger? Liegt daran, was Sie heute schon im Rahmen noch der Aktuellen Stunde ja gehört haben, dass erstens die Unternehmen ihre bestehenden Standorte in der 3- und 4G-Technologie umrüsten auf die 5G-Technologie, da brauchen die uns gar nicht. Und es geht nur darum, wo gibt es vielleicht interessante Standorte, mit denen man das bestehende Netz ergänzen kann. Und da gibt es natürlich auch Interessenslagen von uns. Und Interessenslagen ist eine, dass wir natürlich sagen, wenn wir schon auch ermöglichen würden, auch Gebäude zur Verfügung zu stellen, wollen wir nicht, und wir haben ja viel auch im Stadtkonzern insgesamt auch in den Breitbandausbau investiert, dann wollen wir nicht als Dankeschön noch eine Überbauung im Breitband bekommen. Und deswegen sind wir bisher hier noch zu keinem abschließenden Festlegung mit keinem Unternehmen gekommen, sondern sind da weiterhin in Gesprächen. Was wir aber von vornherein bei diesen Gesprächen ausgeschlossen haben, sind Kindergärten und Schulen. Gut. Dankeschön.
Als nächstes darf ich für die Fraktionslosen Herrn Aschenbach bitten. Liebster Oberbürgermeister, bei jeder einzelnen unserer großartigen Stadtratssitzungen steht als erster oder zweiter Tagesordnungspunkt der sogenannte Bericht des Oberbürgermeisters auf der Liste. Soweit ich es verstanden habe, dient dieser Punkt dafür, dass das Verwaltungsoberhaupt, also Sie, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit über wichtige Vorgänge in der Stadt und der Verwaltung berichten. In jedem mir bekannten Gemeinderat nutzt der Oberbürgermeister den demokratisch fraglos äußerst sinnreichen Bericht des Oberbürgermeisters, um über die Angelegenheit der Stadt zu berichten. Im ersten Jahr meiner Stadtratsarbeit in Dresden kam ich in 16 Sitzungen lediglich in den Genuss von 4, 5 dieser Berichte, wobei einer nur nach Aufforderung und dann durch den Finanzbürgermeister erfolgte und in einem anderen Stadträte von ihren traumatischen Erfahrungen im Kongo berichteten. Nun zur Frage. Wir wissen ja alle, um die hohen demokratischen Standards, die Sie an Ihr Amt legen, Smiley. Aber da Sie offensichtlich keinen Bock haben, uns die rhetorische Sedierung ersparen möchten oder schlicht den Zusammenhang von Information und Demokratie noch nicht so ganz durchdrungen haben, wollen wir den Punkt nicht einfach von den zukünftigen Tagesordnungen streichen? Das macht Dresden wieder ein kleines bisschen einzigartiger in all den deutschen Kommunen und ist ehrlicher, als ihn hinzuschreiben und dann zu ignorieren. Also, liebster Stadtrat Aschenbach. Ich habe nur einen Oberbürgermeister. Und natürlich freue ich mich, dass Sie ein größeres Interesse haben, mehr Redeanteile von mir im Stadtrat zu bekommen. Ich habe das bisher den Bericht des Oberbürgermeisters nur dann genutzt, wenn es eben außerhalb der sonstigen Regularien, Mitteilungen, Notwendigkeiten ergibt, die Sie in den üblichen sonstigen Prozessen nicht erhalten können oder wo gerade jetzt pandemiebedingt schnelle Informationen in diesem Kreis notwendig sind. Wenn ich mitnehme, dass Sie einen ausführlicheren Redeanteil von mir wünschen, werde ich da selbstkritisch über diesen Punkt nachdenken. Ich sehe eben nur, auch mit Blick auf den heutigen Tag, wie weit wir in der Tagesordnung gekommen sind und habe meinen eigenen Beitrag dazu geleistet, die Tagesordnung zeitlich nicht weiter überzustrapazieren, ohne dass wir in entsprechende Beschlusslagen hineinkommen. Sie haben ja laut Geschäftsordnung nur 10 Minuten. 10 Minuten sind 10 Minuten. Bei Punkten ohne Debatte können wir schon sehr viel schaffen. Danke. Bitteschön. So, mit dieser Anfrage meines liebsten Stadtrates sind wir mit dem Tagesordnungspunkt 4 fertig. Und mit dem Blick auf die Uhr haben wir mit wenigen Sekunden Abstand die 18.30 Uhr-Marke erreicht und ich darf Sie bis 19 Uhr in die Pause schicken. Vielen Dank.